Hallo, hier sind wir bei der lieben Susanne Westhoff. Die ist Metallkünstlerin. Alles selbst gemacht. Wie kommst du auf die Namen von deinen lieben Figuren? Das ist meine erste Frage. Ja, da komme ich eigentlich während des Entstehens drauf. Also ich fange an und je nachdem, was sich dann daraus ergibt, kommt dann auch der Name. Also vorher überlege ich eigentlich gar nicht, sondern ich überlege mir, welche Bewegung soll die Figur aufnehmen, was sie soll sie darstellen und dann irgendwann hat sie einen Ausdruck und dann kriegt sie auch einen Namen. Wie schwer ist sie zum Beispiel hier? Ach, das weiß ich gar nicht, wie schwer, aber sie sind immer so, dass ich sie leicht heben kann und auch tragen kann. Ah. Wie lange brauchst du zum Beispiel für dieses Skulptur? Das war es schwierig zu sagen, weil die einzelnen Teile ja mit der Zeit erst gefunden worden sind von mir auf dem Sportplatz. Und also ich sag mal, die ganze Konzeption bei dieser Skulptur, also zusammenstellen, so eine Art Vorentwurf, ungefähr eine Woche. Und dann nochmal eine Woche, wo ich sie gereinigt habe. Ja, und dann nochmal nachkontrollieren, Stabilität reinbringen. Ne? Also so 3 Wochen muss man schon rechnen. Aber dann wirklich stramm. Ja, du machst ja die Sachen ja alle ganz alleine, oder? Hast du jemand, der da hilft? Mach ich ganz alleine. Ganz alleine. Aber. Und wo ist deine nächste Ausstellung? Hast du da schon was? Ja, diese ist erstmal jetzt hier ein halbes Jahr. Und dann habe ich in Oldenburg hier eine Ausstellung. In der Kontaktinsel in der Innenstadt, da war ich schon mal. Aber diesmal mit Malerei. Ach, du malst ja. Das ja. Ich male auch. Siehst du? Schöne Kunst. Ja. Da bedanke ich mich. Gerne. Ich bedanke mich auch. Das war's wieder. Tschüss. Ciao.